Herzlich willkommen auf Chess24. Ich bin Markus Rager und probiere mich heute im Geschwätzblitz. Ich gehe gleich mal in die Playing Zone von Chess24 und suche meinen Gegner. 3 Minuten Blitz wäre ganz cool zum Einsteigen. Geschwätzblitz ist ein neues Format, haben wir schon ein paar Videos angeschaut vom Ilya und vom Lawrence. Selber schon ein bisschen geblitzt. Und da haben wir schon den ersten Gegner. Und jetzt muss man überlegen, mache ich D4 oder E4. Fangen wir mal mit E4 an. Und los geht's. Erster Zug, Schacho, C5. C3. C3 habe ich früher mal gespielt. Alapin-Variante, ganz gute Erfolge damit gehabt. Schlägt D, D4. Was macht der Springer F6? Springer C6. Gibt es eine neue Idee mit Läufer F5? Aber ah, Gott sei Dank Läufer G4 mit dem neuen Zeug wäre eh nicht vertraut gewesen. Läufer F5 ist. Läufer G4 ist der ältere Zug. Ah, so früh CD4. Machen wir gleich Springer C3. Normal sollte Schwarz warten und Springer C3 nicht gleich zulassen. H3 ist sicher nützlich. Tut mir an, so. D5 wäre nicht schlecht, wenn ihr es irgendwie durchsetzen könnt. Funktioniert's? Ah, zu kompliziert. Entwicklung. Läufer F4. Raus damit. A3, Dame D2, Dame D1, das wären meine nächsten Züge. Dame D2 zuerst, vielleicht kann er einen Abzug auf die Dame irgendwie machen. Ist noch nicht klar, wie das funktionieren soll, aber schauen wir mal. Diese Linie, vielleicht funktioniert der Taktik dort. Wichtig ist, dass ich schnell bin. Stand bei U, jetzt habe ich was eingestellt, glaube ich. Aha, sieht er sofort. Jetzt müssen wir aufpassen, Dame D4, okay. Jetzt ist was weg. Das ist Geschwätzblitz. Lauter Reden konzentriert man sich dann nicht. Aber okay, ich habe das Läuferpaar dafür. Ist nicht so tragisch. Mit Druck gegen den Damenflügel. Aber okay, den D4 wollte ich eigentlich nicht einstellen. Was machen wir? Ist Endspiel. Müssen wir im Endspiel Remis halten. Ah, vielleicht geht noch was mit dem Läuferpaar. Optimistisch bleiben. Grundlinienschwäche habe ich zum Glück keine. Naja, die Stellung ist ganz okay, abgesehen davon, dass ich einen Bauern eingestellt habe. Aber irgendwie richtige Idee, wo ich einen Trick aufstellen soll, habe ich noch nicht. Aber die, vielleicht kommt sie noch. Die Grundlinie, aber die wird er jetzt wahrscheinlich irgendwie schützen mit H6 oder G6. Aha. Auch lästig. Ah, was ist da los? Läufer schlägt B7. Na wunderbar. Sind wir wieder im Spiel. So schnell kann es gehen. F5. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das langsam lästig wird. Der greift mir das sehr stark an. Wahrscheinlich macht er jetzt E5. Aber andererseits sollte nicht viel passieren. Grundlinie ist gedeckt. Springer A4 könnte vielleicht machen. Ah, und schnell bin ich. Was ist das? Komischer Zug. Na, schauen wir mal. Vielleicht wird es was. Dame B8 droht ein bisschen, Läufer B6 auch. Beide Züge auf einmal kann er vielleicht nicht so leicht decken. Jetzt bedienen wir uns da. Springer auf B3 hängt da wieder. Springer E4. Jetzt sind vielleicht. Irgendwie schaut so aus, als ob wir Tricks, irgendwelche Tricks durchsetzen können. Aber nicht so leicht, weil. Irgendwie möchte ich Springer E4 schaffen. Traum wäre irgendwie Springer E4, Dame 8 Schach und dann Läufer E4. Na wie? Vielleicht. Dame D8. Und das geht nicht so richtig. Müssen wir irgendwie solider spielen. Probieren wir es mit Springer A4. Decken wir einfach den Bauern. Irgendwie wollte ich einen Trick spielen, aber es scheint kein Trick so richtig zu funktionieren. Fast Dauerschach. Zum Glück habe ich noch G3. Weil die Dame. Hoppala. Das war ein mieser Trick. So schnell kann es gehen. Aber die Stellung ist noch immer spannend, weil meine Bauern und Damenflügel sind, glaube ich, noch ein bisschen gefährlich. Und das sollte ein bisschen aufpassen. Los, gehen wir. Schauen wir mal, ob es was wird. Aber das war ein schöner Trick. Dame 4, Dame schlägt A4. Ich habe gedacht, da will man Dauerschach geben, aber dabei hat er für was Gefährlicheres vorgehabt. Jetzt ist die Idee E4.
Dann Springer F3. Müssen wir locker bleiben. Dürfen nicht den Nerven verlieren. Aha. Kommt immer näher. Vielleicht sollte man langsam doch den Nerven verlieren. Ah, damit jetzt König G2. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, damit die zwei Dame mehr ist. U2 haben wir auch wenig. Na gut. Schauen wir, was das wird. Jetzt ist es sehr gefährlich. Jetzt verliere ich da noch einen Bauern. Aber vielleicht habe ich noch eine Chance, wenn ich schnell bin, mit meinen Bauern am Damenflügel. Letzter Versuch mit Läufer, den zu opfern. Und schauen wir, ob es das wird. Ja, könnte was werden. Meine Bauern sind am Weg zur Dame. Ja, geh mal. Jetzt nur schnell sein. Wenig Zeit habe ich aber. Sonst wäre alles super. Sonst wäre alles wirklich toll. Aber so wenig Zeit. So wenig Zeit. Muss ich das Reden ein bisschen weggeben? Wird sich befürchte nicht mehr ausgehen. Schade. Bist du deppert, das war schwer. Wenn ich verliere, machen wir es eh nicht, oder?